Der vierfache Weltfußballer des Jahres könnte den größten Fußballtransfer aller Zeiten bringen. Um Cristiano Ronaldo gehen zu lassen, fordert Real Madrid 200 Millionen Euro. Eine unglaubliche Summe, aber offenbar sind gleich mehrere Clubs bereit, tief in die Tasche zu greifen, um den 32-Jährigen in ihrem Dress spielen und vor allem treffen zu sehen. Manchester United bemüht sich um den Portugiesen. Es wäre ein Comeback für CR7 auf der Insel, denn er trägt bereits 2003 bis 2009 das Trikot der Red Devils. Auch Paris Saint-Germain will im Rennen um Ronaldo mit dabei sein. Ob die beiden Clubs aber bereit sind, wirklich 200 Millionen Euro auf den Tisch zu legen, ist noch unklar. Denn die Ablöse ist nur ein Teil. Bei Real verdient Ronaldo derzeit 50 Millionen Euro im Jahr und das garantiert bis 2021. Und weniger soll es wohl für den Ausnahmekicker nicht werden. Chinesische Topclubs sind derzeit bereit, solche Gehälter zu zahlen. Allerdings soll für Ronaldo ein Wechsel nach Asien nicht in Frage kommen. Hintergrund des höchsten Transferpokers aller Zeiten sind Steuerprobleme von CR7 in Spanien. Er soll in den Jahren von 2011 bis 2014 fast 15 Millionen Euro an Steuern hinterzogen haben. Ronaldo weist alle Vorwürfe zurück und ist so enttäuscht von Spanien, dass er die Iberische Halbinsel verlassen will.